scheinbar läuft ihr Leben nicht so, wie es laufen sollte. Denn sie hat ständig schlechte Laune und feiert keine Erfolge. Und über ihrem Kopf schwebt eine kleine graue Wolke, aus der es hagelt und schneit und die Sonne seit Tagen nicht scheint. Irgendwas ist falsch, sie wird vom Geiz nicht geil und von der Creme nicht jünger. Und ihre Arbeit macht sie weder reich noch frei und die Diät nicht dünner. In der Sonderbeilage der Frauenzeitschrift steht, wie man den Traummann findet. Sie hat es ausprobiert, die Gurkenmaske aufgelegt, aber das Rezept gelingt nicht. Und von den Plakatwänden lachen sie sie aus mit diesem festgeklebten Grinsen. Doch sie hat einen Eimer schwarze Farbe mitgebracht von zu Haus und einen fetten Pinsel. Und sie fügt diesem Bild hinzu, was noch fehlt. Wollen wir doch mal sehen, wie euch dieser riesige Penis steht. Sexistenschwein. Scheinbar läuft sein Leben nicht so, wie es laufen müsste. Denn es gibt alles keinen Sinn, also keinen, von dem er wüsste. Und wo auch immer er den Fuß hinsetzt, ist eine Pfütze. Entweder gehöriges Pech oder doch Murphys Gesetz. Ey! Was macht er bloß falsch? Er wird vom Mac nicht fit und aus dem Scheiß nicht schlauer. Ganz sicher ist er sich nie, die Kippe schmeckt ihm nicht. Maybe sollte er aufhören. Und ihm ist wirklich scheißegal, was Deutschland jetzt gerade sucht. Er hat hier nichts verloren. Das Erfolgsrezept aus dem Lebensberatungsbuch ist leider nichts geworden. Und von den Plakatwänden lachen sie ihn aus mit diesem ekelhaften Grinsen. Doch er hat einen fetten schwarzen Marker mitgebracht von zu Haus mit der dicksten Tinte. Und er fügt diesem Bild hinzu, was noch fehlt. Wollen wir doch mal sehen, wie euch dieses Hitler-Märchen steht. Und es sind keine Kritzeleien, es ist freie Meinungsäußerung. Denn die beschissenen Schweine ficken deine und meine Birne und sagen niemals Entschuldigung. Freie Meinungsäußerung, denn die beschissen.